Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Omega Rubin Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute gibt es zwei Battles, weil die Kämpfe nicht wirklich lang sind. Ich habe ein wenig auf der Kampfblase gekämpft vorhin und zwei Kämpfe sind mir positiv ins Auge gesprungen. Wo ich sagen muss, ja, die kann ich noch mal zeigen. Ich sag gleich, die Kämpfe waren nicht leicht, aber auch nicht schwer. Wir werden uns den ersten Kampf ansehen. Das ist gegen einen Japaner und der hat auch sehr interessante Pokémon. Ich natürlich mit Palkia, Sumpex und ich glaube Rayquaza in diesem Kampf. Ich weiß nicht mehr. Ein paar Minuten, eine halbe Stunde her oder was, wo ich das gemacht habe. Ja, ich habe zwei Kämpfe vorbereitet. Einmal gegen den Japaner und dann noch einen. Ich möchte gerne mit euch erstmal den Kampf gegen den Japaner machen. Und verzeiht mir sofort, wenn ich manche Attacken oder manche Pokémon nicht direkt benenne, weil wenn ich gegen Japaner kämpfe, habe ich meistens Schwierigkeiten zu erkennen, welches Pokémon jetzt vor mir ist, weil Japanisch kann ich nicht lesen und ja, hier freier Einzelkampf, also die Kampfblase verhält sich eigentlich wie das Kampfhaus im Kampfresort oder wie im Kampfresort hier bei Oras oder bei XY das Kampfhaus. Da gibt es Einzel, Doppel, Dreier und sogar Reihumkämpfe. Und bei den Einzelkämpfen darf man drei Pokémon mitnehmen. Bei Doppelkämpfen nicht sogar vier. Bei Dreierkämpfen sogar alle sechs und auch wieder vier bei den Reihumkämpfen. Gut, dann wollen wir doch mal starten. Ich habe nicht schon wieder lange genug gelabert. Also werden wir mal den Kampf starten. Und zwar jetzt. Gut. Das wusste ich sofort, dass das Metagross ist. Ich fange an mit Palkia. Niemand direkt Flammenwurf und mich wundert's. Er ist langsamer gewesen. Ich konnte quasi zweimal hintereinander angreifen, wie ihr gesehen habt. Jetzt macht er auch eine Attacke, die wirklich nicht effektiv ist. Ich greife wieder zum Flammenwurf und damit ist Metagross hin. Ja, genau. Und bei Glurak, ja, hat er sich natürlich gemegert. Glurak X. Hat ihm aber nichts gebracht, weil ich mache mit Palkia Raumschlag. Also er macht jetzt erstmal Schwertanz, um sich zu boosten. Nützt ihn aber wenig. Denn er ist leider anfällig gegen Drache. Und sagt auf Wiedersehen. Und man sieht, Palkia räumt hier richtig auf. So, und jetzt kommt Heatran und da habe ich richtig, richtig Probleme gehabt. Denn mit Palkia kam ich nicht weit. Denn es trägt Überreste. Und wir wissen ja, was das bedeutet, wenn ein Pokémon Überreste trägt. Natürlich, Toxin vergifte mich. Ich weiß jetzt nicht, habe ich Eisstrahl? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Eisstrahl gemacht. Nee. Ich werde jetzt erstmal nochmal getroffen. Von der Vergiftung bin ich jetzt nochmal HP abgezogen. Ah nee, ich tausche aus. Ja genau, so war das. Auf Zumpex, genau. Zumpex kann ja Erdbeben.
Und da wandelt Heat Transition so eine, sieht aus wie so eine, wie so eine Plüschbär-Statue. Ja, mega Suplex natürlich, damit ich ein bisschen stärker bin. Ja, vergiftet mich natürlich und verwandelt sich wieder. Erdbeben ist zwar sehr effektiv, aber in diesem, Zustand, wo sich Heatran gerade befindet oder befunden hat, ist es natürlich nicht so effektiv. Also ist schon effektiv, aber es zieht ihm eigentlich nichts ab. Und der Kampf wäre auch schon vorbei. Denn ja, da habe ich gedacht, der knockt mich jetzt aus, aber ich, Feuer ist ja nicht so effektiv gegen Wasser. Er macht nochmal Erdbeben und das ist sehr effektiv und knockt es jetzt aus. Damit gewinne ich den ersten Kampf hier. Damit habe ich gewonnen und das war jetzt eigentlich einer der einfachsten Kämpfe. Ich muss mal ein bisschen runterstellen. Einer der einfachsten Kämpfe und der nächste Kampf ist gegen Bakabi, komischer Name, ist glaube ich aus den Vereinigten Staaten und ja, ich habe hier Palkia dabei, Phoenixes und Mewtwo und auf ihrer Seite sehe ich ein Kangama, ein Greninja und ein anderes Pokémon, also Quachutsu. Wir werden uns mal den Kampf ansehen. Ich kann euch gleich sagen, der war nicht einfach. Ich hatte richtig Probleme. Also jetzt nicht wirklich, aber ja, er fängt natürlich mit Kangama an und ich lieg mit Palkia. Ich glaube, Gengar hatte sie noch dabei. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht sie Mega Kangama aus dem Kangama. Und macht Abschlag. Das ist sehr doof jetzt. Und natürlich auch noch Steinhagel oder Steinkante. Ich weiß. Und trifft mich natürlich zweimal, klar. Ich treffe auch nur 's bringt mir nichts, weil Palkia ist jetzt so gut wie down. Es ist down. Also ich dachte bei diesem Kampf, ich kann es schon vergessen. Weil ich froh, dass ich das machen konnte hier mit links Fischstoß und konnte das Kangama ausnocken. Ich glaube, das ist Knackrack. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Haut es mir eine Steinkante auf die Fresse. Ich gebe ihm nochmal einen mit dem Psychoschock mit. So, die beiden Pokémon eben, die waren kein Problem. Nur jetzt kommt sein ihr Quajutsu und da hatte ich echt Probleme. Normalerweise ist ja Elektro stark gegen Wasser. Nur jetzt hatte ich total die Probleme gegen Quajutsu. Ich konnte nicht angreifen aus irgendeinem Grund. Ich konnte nicht mit Elektro angreifen. Ich konnte, ja, da stand immer entweder, es hat keine Wirkung, weil ich irgendwie komisch finde. Und dann hieß es immer, Quajutsu wehrt die Attacke ab. Oder Mewtwo kann die Attacke nicht einsetzen. Also irgendwie ist da
was schief gelaufen und ich musste Mewtwo leider K.O. gehen lassen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe jetzt nur noch Phoenixes und Phoenixes ist Feuer-Psycho und sehr anfällig gegen Wasser. Und wenn jetzt Quajutsu eine Wasserattacke gemacht hätte, wäre ich sofort weg gewesen, ja. Jetzt allerdings macht Quajutsu so eine Attacke, ich dachte schon, fick dich ins Knie, weil ich hatte echt Glück. Ich überlebte mit einem KP, und konnte Quajutsu mit einem Flammenwurf ausmachen. Das war ein richtig, richtig... Entschuldigung. Das war ein richtig, richtig, richtig knapper Kampf am Ende, muss ich sagen, ja. Richtig, richtig knapp. Ja, ich bin echt froh, dass ich diese beiden Kämpfe gewonnen habe. Es hätte auch anders kommen können. Und ich habe, und wie man sieht, ja, die Kämpfe nehmen schon doch einige, haben doch schon Zeit eingenommen. Okay, ich habe auch vorher gelabert wieder viel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt immer noch eure Freundescodes und eure Mii-Namen bitte von euren Mies, der ich auch gleich weiß, wer ihr seid, einzugeben in die Kommentare, könnt ihr hinterlassen. Wenn ihr das nämlich macht, dann kann ich euch nämlich adden und dann könnt ihr gegen mich kämpfen und habt vielleicht Glück, dass der euer Kampf gegen mich im nächsten Video dabei ist. So. Ja, mein Freundescode steht in der Infobox von dem Infovideo zu diesem Projekt. Mein Mii-Name ist Link, genauso wie hier in dem Spiel. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, beziehungsweise im nächsten Video. Bis dann und ciao.